Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei SMWS, Scotch Malt Whisky Society. Flasche Nummer 54, das ist Aberlour. Flasche Nummer 78, oder besser gesagt, fast Nummer 78, 2002. Tatsächlich hier abgefüllt, yay. Whisky Base Nummer 144128 hat 89 € gekostet, ist 16 Jahre alt, ist 60,9%. Es gab 149 Flaschen, was mich ein bisschen verwundert, weil das bedeutet um die 100 Liter und einen normalen Fass, das ist ein Refill Ex-Bourbon Fass, natürlich 200. Gab es einen Angel Share von 50% oder hat man nur die Hälfte abgefüllt? Und dann nach diesen 16 Jahren hat man den tatsächlich in ein Refill Rum-Fass aus Nicaragua reingetan. Also, was passiert ist, Moment. Hau, sehr schön. So, es gibt ein Tasting Panel. Bei diesem Tasting Panel ist es so, dass alle Leute, die dran sind, müssen sagen, jo, ist gut. Und auch wenn nur eine, zumindest meine Information nach, auch wenn eine Person sagt, nö, kann man Veto sozusagen einlegen und sagt, man legt ihn zurück oder man überlegt damit was zu machen. Und offenbar in diesem Fall nach 16 Jahren war diese Aberlour nicht ganz so reif, fertig, perfekt. Und da haben sie gesagt, wir schmeißen den einfach mal in Rumkask, denn für eine gewisse Zeit. Und tada, haben wir den hier. Also Sugarcane Flowers in Speyside. Also allein der Name hat mich dann da sehr gereizt, und 16 darauf zu haben. Der wurde am 2. Oktober 2002 destilliert und das hat ein Refill Bourbon-Ex-Rum-Fass. Yay! Also, ich freue mich, das hier verkosten zu können. Ich habe echt überlegt, womit kann ich es vergleichen? Was war für mich bisher in meinem Leben bei meiner Whisky-Verkostung ein Sugarcane Flowers in Speyside? Und ich bin relativ schnell auf etwas gekommen. Und das war hier von Tom von Anam Naha Alba. Warthead 97, das ist ein 21 Jahre alte Teaspoon Glenfiddich. Der hat 54,8%, der hat hier 60,4%. Und deshalb dachte ich mir, ich kann die einfach beiden vergleichen. Der hat 89 € gekostet, der hat 99 € gekostet praktisch. Also von daher ist der Vergleich halbwegs gut. Der ist 21 Jahre alt, der ist 16 Jahre alt, der hat einen finnischen Rum. Ein Rumfass bekommen aus Nicaragua, der hat keinen Finish, der ist einfach so. Farblich tun sie sich nicht. Der ist ein Hauch bräunlicher, aber nicht dunkler. Also an der Nase. Da ist was, was nicht da reingehört. Also für mich als Bourbon, also Bourbon, als Whisky, als Scotch-Trinker, ja. Ich freudische Fehler denn da. Ich als Bourbon-Trinker, ich als Scotch und auch als Whisky-Trinker, da ist ein bisschen was anders da drin. Das ist der Rum-Einfluss. Lass uns sehen. Oh, die Flasche ist cool. Gibt es auch auf meiner Sample-Liste übrigens noch. Ich würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten paar Monaten leeren können, damit die Flasche auch wegkommt. Denn wenn es der noch weniger runtergeht, ist das auf Dauer nicht gut. Der wird blumig. Also, das Interessante ist, bei Aberlour möchte gerne auch eine ganz langsame Destillierungsprozess. Ich glaube, 7,5 Stunden dauert einmal durchzulaufen. Und allein der normale Cut ist nur 2,5 Stunden. Und das ist den ganz weich und sehr, sehr fruchtiger. Viele Ester sind da drin und so weiter. Und das wollen sie einfach so mitnehmen. Aberlour, Mensch, für 16 Jahre, 2002. Wo warst du denn da? Oder jetzt wahrscheinlich in 2020, wo dieses Video rauskommt. Also 2020, ja genau, ist das denn sogar 18 Jahre her? Ist der Rum-Einfluss deutlich? Ich sage ja. Also die ganze Zeit kriege ich da etwas, was ich bei Caribbean Cask hier von Glenfiddich, der 14 Jahre alt, habe ich auch gehabt. Fand ich auch nicht so prickelnd. Süß ist das schon, aber er kriegt eine Drehung da drin. Die ganze Zeit kriege ich irgendwelche Molasses-Moment. Nicht braunen Zucker, was ich von meinen Bourbons so kenne, aber ein bisschen Molasses-Moment kommt dabei heraus.
Und wieso auch 149 Flaschen? Wo sind die anderen abgeblieben? Normalerweise sind es 200 plus. Und die Flasche war sehr schnell ausverkauft. Da gab es eine Flasche pro Person, Max. Und ich habe das ergattert. Ich habe da 13 Uhr, was auch immer, Freitag, okay, 13 Uhr. Ich habe einen Wecker gestellt, so, klick, klick, klick. Und habe gekriegt. Jetzt habe ich diesen Fieber. Also einmal oder zweimal im Monat kann ich dann vielleicht mir was gönnen, denn dort. Wenn man 99 Pfund kauft, dann kriegt man einen Versand nach Europa. Versand nach Europa umsonst. Also ich finde es schön, dass die Leute dort in England sich noch, oder Schottland sich noch niemals Europa zugehörig fühlen. Jetzt kommt noch rum. Eine Süße. Boah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe schon Aberlour in Bourbon und ich habe Aberlour in Sherry gehabt. Aberlour in Sherry passt hervorragend. Also der Aberlour vom Aberlour ist einfach eine meiner Lieblingssachen. Mir wurde immer, wie gesagt, damals die alten Batches, 40er herum, waren gut. Die 50er waren auch okay, aber Ende 50 bis 60, manche davon waren nicht so wie damals. Haut mich nicht um. Warum nicht? Trocken, staubig trocken. Ein bisschen Holz da drin, ein bisschen Rum mehr da drin, als ich es gerne hätte. Hier steht da drauf: Andalusien, eine andalusische süße Wein, gefolgt von einem feuriger Limbo-Tanz, destilliert, während man eine Zuckerrohr kaut. And this whiskey was previously in an ex-Bourbon barrel. Wow. Also, heute haut mich das nicht um. Sorry. Ich gehe mal zu meinem Warthead. Schaut mal, wie ich mich das umhaut heute. Och. Gleich auf Anhieb, wow. Oh, tolle Finish auch noch. Gleich als es reinkam, war das ganz, als ganz anderes Mundgefühl. Wow. Also dieser Whisky hier ist einfach mal genial. Vom ersten Moment bis hin zu Finish ist das die ganze Zeit einfach mal eine Melodie. Nicht komplexe Melodie, aber eine Melodie. Ich gehe nochmal hier drüben hin. Ich schau mal und dann werde ich auch ein bisschen schon mit Wasser herumplanschen. Plansch, plansch, plansch. Und schauen wir mal, was damit zu ermöglichen wäre. Also wir waren hier bei 60,4%, hier sind wir 54,8%. Das hat mir vom Anfang an besser gefallen. Der Alkohol war schon die ganze Zeit arg präsent hier mit. Okay, er wird blumiger, er wird süßer. Ich kriege Aprikosen, ich kriege gelbe Pflaumen. Alkohol verschwindet, ein bisschen mehr Vanille kommt dabei. Dieser Rum-Moment ist verschwunden für mich. Jetzt kommt er wieder ein bisschen. Und ein bisschen Holz habe ich, ein bisschen anderes Holz, ja. Also der, der Fass aus Nigeria, Nigeria, Nicaragua, Nigeria. Nigeria ist Afrika, Nicaragua ist Mittelamerika. Nicaragua, was ist das für ein Holz? Ist das amerikanische Eiche? Ist das europäische Eiche? Was, worin wird Rum abgefüllt? Frage des Tages. Erzähl mir etwas, Gebert, erzähl mir ein bisschen was über Rumfässern. Sind das amerikanische Eiche? Ist das denn europäische Eiche? Ist es überhaupt Eiche? Es muss Eiche sein. Scotch darf sonst, es muss ein Eichenfass sein. Hat ihn gut getan. Wasser hat ihn eindeutig gut getan. Schauen wir mal.
Haut mich echt nicht um. Trocken, bisschen Kokos, bisschen Astringenz. Der Blumigkeit geht weg. Malzig bleibt. Brennt ein bisschen. Nicht ein angenehmes Geschmack. Fire Limbo Dancing. Vielleicht ist das diese Feuer, was sie erzählen. Ich kann mal verstehen, warum ein paar Leute oder irgendeiner hat gesagt, lass uns sowas damit machen. Und nachdem man das in ein Ex-Rum-Fass reingetan hat, kann man kann nicht Ex-Rum und dann Ex-Sherry und dann Ex-Madeira und das immer wieder neu finishen, bis man endlich was hat. Das ist ein Cocktail und kein Whisky. Deshalb haben sie einfach beschlossen, das da reinzutun, und wenn es fertig ist, ist es fertig. Boom. Ich vermute, Jason, Verschwörungstheorie, dass sie nur die Hälfte vom Fass abgefüllt haben. Die lassen eine andere Hälfte länger da drin oder haben den anderen schon mal abgefüllt und füllen den ab nachher. Ja, Leute, was soll ich hier sagen? Ich gebe denen 3 bis zu 3 Minus. Also 1, warum hast du es nicht gekauft? 2, kaufen. 3, kann man kaufen. 4, braucht man nicht kaufen. 5, warum wurde das Zeug hergestellt? Für mich heute, mit meinen Geschmacksnerven, die ich heute hier habe, ist das ein 3 Minus. Vielleicht braucht er Zeit, sich zu öffnen. Also vielleicht braucht er einfach ein bisschen. Vielleicht bin ich das Problem. Wobei, der hat mir sehr gut geschmeckt. Und ich habe gerade eben vorher auch einmal eine zweite Flasche hier verkostet. Oder meine erste Flasche, die ich verkostet, gekauft habe mit denen zusammen, damit ich meinen. Ich habe den zuerst in einem Einkaufswagen gehabt. 79 Pfund oder was auch immer das war. Ich muss noch mehr haben. Und habe ich einfach mal The Milkman with a Red Oven Glove. Das ist ein Tanninik. 59,60, 10 Jahre alt. Ich finde den echt genial. Wer ein bisschen mineralischen Moment haben möchte, wer eine sehr gute, solide, einfach mal Space Cider haben möchte im Grunde, oder Highlander haben möchte, einen Ex-Bourbon Cask, Hogshead, der ist astrein. Also ich habe den 2 Minus, glaube ich, gegeben. Also ich habe einfach die Flasche gekauft, denn das war mein Beiwerk. Und der Beiwerk schmeckt mir besser als die Flasche, die ich eigentlich haben wollte. Passiert manchmal. Die Eckdaten können stimmen, aber das, was am Ende rauskommt, kann manchmal einfach ein echter Geheimtipp sein. Auch in der Nase ist das. Ich krieg Kaktusblütensaft. Also es gab auch Eistee mit Kaktusblüten Extrakt da drin. Deshalb, also ja, genau, Kaktusblütenextrakt habe ich da drin. Oh, Mann, ist das vanilliger, ist das schöner, ist das einfach mehr wie ein Whisky sein sollte. Wordhead war echt toll. Hab einen Flaschenteiler gemacht. Hatte ich damals, glaube ich, 3 oder 6 Flaschen davon gehabt. Absolut astrein, die Flaschen. Wieder zurück. Hier werde ich noch einen Tick mehr Wasser hinzufügen. Der ist 60,4%. Ich versuche den dann ungefähr auf 50 runter zu kriegen, 48 herum. Wasser tut den gut, ein bisschen vanilliger wird er, aber diesen Kaktusblüten-Moment kriege ich immer mehr. Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf raus. Wird schon besser mit Wasser, aber zuerst habe ich ein 3- gesagt, jetzt sage ich ein 3. Preis-Leistung. Oh Mensch, auch am Ende. Nee. Der Abgang ist absolut. Oh Mann. Das ist wie eine Milchsäure-Komplexität da drin. Zumindest also die beiden haben nicht harmonisiert miteinander. Ich habe meinen Mund nicht vorher zwischendurch durchgespült, aber irgendwas hat sich da gebissen. Oh wow. Okay. 3 Minus, Preis-Leistung 4.
Ich habe einen Griff im Klo gemacht, kann man nicht sagen, aber ich habe mich vergriffen, ja. Ich habe mich leiten lassen vom Namen her. Also ich fand den Namen so schön. Sugarcane Flowers in Speyside. Ein Aberlauer zu bekommen, der 16 Jahre ist, hier für 79 Pfund, fand ich auch eine ganz tolle, tolle, tolle Nummer. Aber jetzt weiß ich, manchmal ist es besser, einen 12-Jähriger zu kaufen, der 10 Euro, 10 Pfund günstiger ist. Da kriegst du einen besseren Whisky als einen etwas älteren, denn sie finishen mussten, weil der einfach nicht geworden ist. Offenbar der Refill Ex-Bourbon Hogshead. Vielleicht war der schon so tot. Und ist das, was ich kriege? Oh, das bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ein Moment, ein Moment. Ich habe mich selbst auch einen Hinweis gegeben, ein Refill Ex-Bourbon Barrel. Die Frage ist, wie oft wurde der schon benutzt? Ist das so eine Art vierte Abfüllung hier von einem Ex-Bourbon-Fass? Und dann haben sie den retten müssen hier durch ein Rum-Finish. Eine Sekunde. Also, ich bringe den ganz bewusst hier. Was tue ich? Ich tue den auf 30%. Und da kann ich wirklich hier Nuancen rausschmecken. Ja, also jetzt, Jason Detektiv hier. Okay, jetzt riecht er wenigstens gut. Das ist echt ein netter Whisky denn da, ja? Boah, ist er gut geworden. Hab ich die richtige Flasche? Ja. Finish. Finish ist das, was wichtig ist, ja. Der Süße von der Gerste kommt durch. Der Süße von dem Rum kommt durch, Entschuldigung. Und deckelt dieses Finish-Moment. Also deckelt den Abgang, deckelt den, oh, jetzt schlechtes Holz, was vorher war. Ah, also meine Vermutung, jetzt habe ich, ich habe visuell diesen Fass vor Augen gehabt. Ich habe diesen Fass gesehen, der 16 Jahre alt und dann diese Aberlauer hatte und ich habe einen Daube gesehen, der schlecht geworden war. Da war ein Riss drin und da entwickelt sich in diese eine Daube ein kleines bisschen Yucky. An dieses Geschmack kriege ich hier drin. Und bevor meine ganzen Fass wegschmeißt, haben sie gesagt, es war nur ein Daube. Vielleicht in meinem Gehirn ist es nur ein Daube gewesen. Und da haben sie gesagt, oh, das ist schon grenzwertig, aber wir können gerne ein Finish oben drauf legen, damit wir es retten können. Und ja, nee, der Abgang ist das, was mich absolut abtönt. Also, schlimmer als der Kuli-Geschmack. Also, Kuli ist auch, weil sie dritte, vierte Abfüllung dann vom Ex-Bourbon benutzt haben und dann nach 12, 19, ach, 12, 14, 16, 17, 18, 19 Jahren hat man diesen typischen Geschmack da drin. Ja, das ist das. Fass war nicht mehr ganz in Ordnung, sage ich, okay? Fehlnote und so weiter. Die haben sie versucht zu maskieren mit einem Ex-Rum-Fass. Gut, wenigstens weiß ich, was ich habe hier und wenigstens verstehe ich ein bisschen besser das System. Zumindest bilde ich mir dieses Puzzleteile hier zusammen. Meine Frage des Tages ist, hängt mit Aberlauer. Das ist eine Flasche vom Aberlauer. Es war Scotch Whisk Malty, Scotch Malt Whisky Society. Welche Abfüllungen von SMWS mögt ihr gerne? Also ich habe schon gezeigt, also Abuna, lecker. Auch der 18-Jährige ist sehr, sehr, sehr gut. Ein paar anderen auch Distillery Only und eine, glaube ich, es gibt einen 14-Jährigen, der auch sehr, sehr schön ist. Also welche Aberlauer gefällt euch am besten? Schreibt es einfach hin in die Kommentare. Das interessiert mich schon. Ihr kriegt immer eine Antwort hier von mir. So, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Ihr könnt auch Teil werden von meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Die Flasche ist leider schon verteilt. Die gehen sehr schnell weg. Die sind heiß begehrt, dieses SMWS. Geschichten hier in Deutschland, das hat mich echt ein bisschen überrascht, aber so ist das. Und wir sehen uns dann jeden Tag hier um 17:30 Uhr, beziehungsweise am Sonntagabend um 21 Uhr. Whiskey Jason@gmail.com könnt ihr immer wieder einfach anschreiben und dann kommen wir in Kontakt miteinander. Okay, vielen, vielen Dank. Bis morgen. Ciao.